Liebe Jäger und Schützner, in meinem heutigen Video geht es um den Schuss mit dem Schalldämpfer. Der Schalldämpfer ist zwar generell in Österreich verboten, gewisse Berufsgruppen wie zum Beispiel Berufsjäger dürfen unter gewissen Auflagen den Schalldämpfer jedoch ab 01.01.2017 verwenden. Eine 308 erzeugt zum Beispiel einen Schusslärm von ca. 155 Dezibel. Der maßgebliche Faktor für eine Gehörschädigung liegt bei 137 Dezibel. Der Schusslärm muss somit unter 137 Dezibel gedrückt werden, um Gehörschädigung zu vermeiden. Wir haben heute zwei Modelle im Test. Das eine Modell ist das Modell von Hauskenn JD224. Das andere Modell ist von der Firma Blaser, also ein Dämpfer von der Firma Blaser. Wir testen heute den Schuss mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer und sowie die Treffpunktlage mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer. Wir werden sehen, was beim Test herauskommt. Zuletzt wird auch noch die Geschwindigkeit getestet, mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer. Also freut euch auf einen spannenden Test mit Schalldämpfer. So, nun kann es losgehen. Wir haben hier zwei Scheiben montiert. Auf die linke Scheibe schießen wir mit Schalldämpfer, auf die rechte Scheibe schießen wir ohne Schalldämpfer. Wir machen jeweils 5 Schuss. Wir beginnen jetzt mit dem Blaser Schalldämpfer. So, die ersten 5 Schuss mit Schalldämpfer haben wir nun geschossen. Der Schalldämpfer hat eine gewisse Temperatur erreicht. Wir schrauben den Schalldämpfer nun ab und schießen die zweiten 5 Schuss ohne Schalldämpfer. Die Waffe, die wir heute verwenden, ist eine Blaser 8 Professional Success, Lauflänge 52 cm, als Optik ein Swarovski Zielfernrohr 2,3 bis 18 x 56 vom Vergrößerungsband. So, die zweiten 5 Schuss haben wir gemacht. Linke Scheibe mit Schalldämpfer, rechte Scheibe ohne Schalldämpfer. Sehen wir uns das Ergebnis an. Die Waffe wird nun ausgekühlt, bevor der Test mit dem Hauskenn Schalldämpfer kommt. Thank you.
So, wir sehen hier die beiden Scheiben. Links 5 Schuss mit Blaserschalldämpfer, rechts 5 Schuss ohne Schalldämpfer. Der Grund, warum Menschen glauben, dass man mit Schalldämpfer besser schießt, liegt eventuell darin, dass der Rückstoß gemindert wird mit dem Schalldämpfer. Somit schießen die Schützen ruhiger und erzielen ein besseres Trefferbild. So, der Schalldämpfer ist montiert. Beim Hauskind-Schalldämpfer handelt es sich um einen sogenannten Overbarrel-Dämpfer. Das heißt, ein Teil des Dämpfers geht hinter den Lauf zurück. Das verringert die Baulänge um ca. 5 cm. So, die 5 Schuss mit dem Hauskunddämpfer sind gemacht. Schauen wir uns das Ergebnis mit dem Hauskunddämpfer an. Man sieht hier, die Schüsse liegen etwas tief. Der Streukreis ist ähnlich wie mit dem Dämpfer vom Blaser. Der Streukreis ohne Dämpfer war der beste. So sehen wir uns das Ergebnis nochmal im Detail an. Links Dämpfer der Firma Blaser. Mitte ohne Dämpfer geschossener, rechts Dämpfer der Firma Hauskin. Streukreis, Blaserdämpfer, Hauskin-Dämpfer in etwa gleich. Treffpunktlage Hauskin etwas tiefer, Blaser liegt näher am Zustand ohne Dämpfer. Was interessiert uns noch? Das ist die Mündungsgeschwindigkeit. Wir schießen den ersten Schuss mit dem Dämpfer von Hauskin. Der zweite Schuss ist jetzt ohne Dämpfer. Man sieht, die Geschwindigkeit differiert minimalst. Das ist die normale Schwankung der Munition. Also man sieht ohne und mit Dämpfer die gleiche Geschwindigkeit, somit die gleiche Energie. So, wir machen jetzt auch noch einen Test der Mündungsgeschwindigkeit mit dem Dämpfer der Firma Blaser. Auch hier sehen wir, die Geschwindigkeit mit dem Blaserdämpfer ist in etwa gleich wie die Geschwindigkeit ohne Dämpfer bzw. mit dem Dämpfer von Hauskin. Ich hoffe, mein heutiges Video hat euch gefallen und es war lehrreich für euch. Schalldämpfer ein großes Thema zurzeit. Seit 01.01.2017 darf Berufspersonal in Österreich den Schalldämpfer verwenden. Es gibt gewisse Auflagen, die eben eingehalten werden müssen. Es wäre wünschenswert, wenn auch der normale Jäger diesen Gehörschutz auf der Waffe verwenden könnte. Dann hätte der Kapselgehörschutz bald ausgedient. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuseht. Bleibt man's heil. Ciao.